Sierra Entertainment. Monolith Productions. Warner Brothers Games. Nee, AMD läuft hier komplett. Diese präsentieren uns Fear. Ich hab's ja gesagt, es wird einen Ersatz für Cities Skylines geben, weil da die Motivation raus ist. Und hier ist er. Ich habe gedacht, wir bringen im Genre mal ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte. Das Game ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber immer noch eine meiner liebsten Shooter-Serien, muss ich zugeben, weil ich stehe einfach auf storybasierte Shooter, insbesondere wenn es auch noch im Horror-Genre angesiedelt ist. Da bin ich wirklich Feuer und Flamme für und deswegen habe ich gedacht, kommt, wir zocken das einfach nochmal. Es ist lange her, dass ich da dran war und ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der große Held in Sachen Shootern. Aber ich denke, wir werden das schon irgendwie hinkriegen und wir beginnen ein neues Spiel. Und ich würde mal mittlere Schwierigkeit nehmen, damit wir hier nicht irgendwie großartig in Probleme kommen. Weil es kann durchaus sein, dass ich auch auf der mittleren Schwierigkeit ein bisschen failen werde. Wir werden sehen. Die Situation. Eine hohe Alarmstufe wurde ausgelöst. Die Mission. Das Fear-Team hat sich zur Notfalleinsatzbesprechung zu melden, um die Situation zu besprechen. Sie wurden gerade als Frontmann zu der neuen Einheit versetzt. Dies ist Ihr erster Einsatz bei 4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren. Ich suche mal die beliebige. Ich finde sie nicht, ich mache einfach einen Klick. Im Jahr 2002 gründete die US-Armee eine geheime Einheit, die sich dem Kampf gegen paranormale Bedrohungen der nationalen Sicherheit widmete. Oh, geschafft. Die Einheit bekam den Namen First Encounter Assault Recon. Sierra Entertainment präsentiert ein Monolith Productions Spiel. Ganz viele Namen, die ich jetzt nicht alle vorlese. Noch mehr Namen, die ich nicht alle vorlese. Da guckst du blöd, wa? Noch viel mehr Namen. Na gut, so viele sind es gar nicht. Aber es geht um Origin. Was ist passiert? Es gab einen Aufstand. Vettel hat jetzt den Befehl über die Prototypen. Mein Gott. Wir können das immer noch diskret klären, aber wir müssen schnell sein. Oh, na gut.
Lassen Sie mich telefonieren. Dieser Irre heißt Paxton Vettel. Er ist der Schlüssel. Wenn wir ihn haben, ist alles klar. Der Kerl hat echt Kohldampf. Ich glaube, er hat einen Plan. Das ist keine reine Nahrungsaufnahme. Der tut das nicht zum Spaß. Was sonst? Kampffressen? Was steckt dahinter? Eigentum der Armacom Technology Corporation. Die entwickeln dafür das Militär eine Armee von Klonen, die einem übersinnlich begabten Kommandanten gehorchen. Natürlich streng geheim. Vettel ist einer der Kommandanten. Sie nehmen mich ja wohl auf den Arm. Kein Wunder, dass uns keiner ernst nimmt. Militärische Klone? Ein ganzes Bataillon. Bestens ausgebildet und schwer bewaffnet. Ein Bataillon? Was sollen wir denn gegen 1000 Supersoldaten ausrichten? Wie schon gesagt, wir erledigen Vettel und das war's da. Der Sinn des Programms ist, Kommandanten direkte Informationen über das Schlachtfeld zu geben, ohne sie dabei selbst in Gefahr zu bringen. Das bedeutet, wir müssten den Dreckskerl in die Ecke drängen können, ohne durch Soldaten zu warten. Wie finden wir ihn? Armacom hat ihm einen Sender in den Kopf gepflanzt. Der führt uns direkt zu ihm. Das ist ja sowas von praktisch. Angenommen, alles funktioniert, wie es soll. Was ist mit Ihnen? Sind Sie einsatzbereit? Sie schicken ihn in den Einsatz? Sind Sie verrückt? Er ist erst vor einer Woche hergekommen. Na hör mal. Sie haben seine Trainingswerte gesehen. Seine Reflexe sind extrem gut. So ist das. Ich glaube, der kommt zurecht. Wie auch immer, Mann. Sie sind der Boss. Absolut richtig. Keine Sorge, alles wird gut. Dann mal los. Davon gehe ich auch aus. Was ist Ihre erste Erinnerung? Oh, das ist sehr lang her. Gott unter Menschen sein. Eieiei, was für eine Bürde. Wer will das? Wir haben Vettel in einem leerstehenden Gebäude davon entdeckt. Der Satellit zeigt keine Feindaktivität, aber lieber kein Risiko eingehen. Jankowski in Position? Sagen Sie Bescheid. Also dann, ausrücken. Du tippst doch Müll, das habe ich doch gesehen. So, Situation. Vier Einsatzkoordinator Rowdy Batters hat den feindlichen Kommandanten Paxton Vettel in einem verlassenen Gebäude im Distrikt Auburn aufgespürt. Der Spionagesatellit Hannibal 3 im geosynchronen Orbit zeigt keine Spur von Replikasoldaten in der Gegend. Die Mission: Vier Kampfeinsatzagenten infiltrieren den Zielort von zwei verschiedenen Seiten und versuchen, Vettel zu neutralisieren. Laut Armacoms technischen Berater werden die Replikasoldaten inaktiv, sobald Vettel ausgeschaltet ist. Und können dann gefahrlos zusammengetrieben werden. Ja, probieren wir das doch. So, schön die Tür wieder schließen, damit er nicht friert da drin, der Kollege. Und wir machen uns auf den Weg. Das Spiel ist nicht blind gespielt meinerseits. Es ist aber wirklich sehr lang her, deswegen alles weiß ich nicht mehr. Aber einige Sachen sind eben hängen geblieben. Das Spiel hat damals schon ziemlich Eindruck gemacht auf mich. Gut, ich war noch ein bisschen jünger. Ich habe damals tatsächlich für dieses Spiel mir meinen ersten Custom-Rechner zusammengebaut, um hier alle Regler nach rechts schieben zu können. Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Müsste ich mal rausfinden. Ratte. Einmal bitte Taschenlampe. Danke. Huch. Entschuldigung, mein Fehler. Ich würde es ja wieder bauen, aber ich glaube, das lohnt sich hier nicht mehr. Hey Mann, wieso dauert das so lang? Ja, ich habe da mit der Tür suche und so und ja, ich drumme, wie auch immer. Ich suche. Da nicht. Ja, drücken Sie leer, um zu springen. Ich habe geleert. Ja, genau. Warum bringen Sie mich zurück? Ich bring doch gar keinen, ich bin doch alleine. Na, knallt er mir die Tür vor der Nase zu, ich glaube ja, wo es hackt. So was Unfreundliches, mein Freund, darüber werden wir zu reden haben. So, das Schloss können wir, glaube ich, nur zerschießen. Da, diesen. Gleich mal nachladen. Auch wenn wir es jetzt wahrscheinlich noch nicht brauchen. Meine Fresse, ist die Bude in einem desolaten Zustand. Hey, hier muss mal das Bauamt rein, Leute. Moment mal. Ja, ja. Aber ich soll mich beeilen, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Fettig. Los!
Ah ja, löst dich mal schön auf. Du bist hier geboren. Genau hier. Also. Ich war dabei. Also, wenn ich hier geboren wurde, ja, und mir den Zustand hier anschaue, dann möchte ich nicht den Hebammen begegnen, die da dabei waren. Aber das würde einiges erklären, ja. Also, das prägt dich, glaube ich, fürs Leben. Na, wie dem auch sei, gehen wir hier mal lieber raus. Oh, der sieht auch nicht gesund aus. Wir brauchen Sie hier. Bin unterwegs. Offenbar kommen wir zu spät, Boss. Nur noch Reste. Das Signal des Senders kommt ganz aus der Nähe. Er muss hier irgendwo sein. Okay. Ich warte hier auf Yin. Sehen Sie sich um. Ich sehe. Ich weiß auch ziemlich, wo ich hin muss. Na, da war doch jemand. Ah, jetzt ist er weg. Ja, das passiert öfters in diesem Spiel. Dass da jemand hinter der Tür steht und dann plötzlich weg ist. Ich weiß auch ganz genau, wer, aber ich möchte nicht zu viel spoilern für die, die das Game vielleicht doch noch nicht kennen. Vielleicht ist ja gerade die etwas jüngere Generation doch dran vorbeigekommen. Okay, so. Ja, ich hoffe, wir haben Aspirin dabei. Genau deswegen, zack, das gibt Kopfschmerzen. Der Name des Toten war Charles Haberger. Ich erinnere mich an ihn. Aber sind es meine Erinnerungen oder ihre? Das ist eine auch egal. Ziemlich blöde Frage. Er hat den Tod verdient. Sie haben alle den Tod verdient. Es sei denn, wir haben dieselben Erinnerungen. Dann frage ich mich, was machst du in meinem Kopf? Raus aus meinem Kopf! Ja, ich habe Kopfschmerzen und Vettel ist weg. Wir haben einen Zwischenfall am Hafen. Was für einen Zwischenfall. Wir haben die gesuchten Soldaten gefunden, aber befehlen nicht anzugreifen, bis ihr Jungs euch umgesehen habt. Verstanden? Okay. Zwei Helis sind zu ihrer Position unterwegs. Sie müssten gleich Sichtkontakt haben. Wir sind bereit. Ich sehe nichts. Da sind sie. Die werden uns jetzt abholen. Und dann geht's eigentlich erst richtig schön los. So, also einmal den ganzen Weg wieder zurücktrippeln. Man hat ja sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Hey, schon wieder da? Ja, ja. Hast gesehen? Ja, aber... Geht schon weiter, Jungs. Ich habe hier noch eine Weile zu tun. Okay, ja, wir gehen dann mal. Atmen! Los, ihr sollt pressen! Was ist denn mit ihm hier? Ich wollte vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. Ja, dann haut ihr doch das nächste Mal einfach selbst eine über die Rübe anstatt mir. Diese Männer sind von vier. Bei diesem Einsatz bilden sie eine Verstärkung für unsere Einheit. Sie übernehmen die Vorhut. Ihre Aufgabe, die Art der Bedrohung analysieren. Unser Job, wir müssen sie am Leben halten. Der Feind wird nicht angegriffen. Vergesst nicht, wir haben es nicht mit normalen Gegnern zu tun. Team 1 rückt von Südwesten vor. Team 2 rückt von Norden vor. Ist die Aufklärung abgeschlossen, treffen wir uns und warten auf weitere Befehle. Okay, sattelt die Hühner. Wir satteln. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn er sich selber eine drüber haut, dann hat er eine gute Chance auf Amnesie. Da muss er nicht mehr eine auf die Birne geben. Wie dem auch sei, die Situation. Paxton Vettel gelang es, den Agenten von Fear in Auburn zu entkommen. Ja, kann man so sagen. Danach verschwand sein Ortungssignal. Der Leichnam eines unbekannten Mannes wurde vor Ort gefunden. Ja, hätte mich mal jemand gefragt. Der Spionagesatellit Hannibal 3 hat eine beachtliche Replika-Streitmacht in der Nähe der South River Clare-Anlage fotografiert. Die Mission. Kampfeinsatzagenten von 4 schließen sich den agierenden Soldaten der Spezialstreitkräfte Einsatzgruppe Delta SSEGD an, erkunden das Gebiet und empfehlen die militärische Vorgehensweise. Teams sollten den Feind nur angreifen, wenn sie beschossen werden. Die technische Offizierin Shin Sun Kwon von 4 verbleibt in Auburn und führt forensische Untersuchungen durch. So ist das. Und auf geht er.
Lassen wir's mal krachen, so ist das. Auf geht's. Nestmutter, hier ist Birdie. Wir sind am Boden. Verstanden. Zum ersten Missionsziel vor. Da Sie die Vorhut sind, versuchen Sie doch mal, das Tor zu öffnen. Ich würde ja einen meiner Jungs schicken, aber wir brauchen ja wohl einen Spezialisten. Pass mal auf, du Großfresse, ja? Wir werden uns nochmal sprechen. Na, ich weiß nicht, ob wir uns nochmal sprechen, aber ich zeig dir. Halt dein Maul, Junge. Ich zeig dir, wie ich das mache. Aber vorher muss ich mich mal ein bisschen aufpumpen hier. Hier liegt nämlich ein Booster für die Reflexe. Die werden noch wichtig in dem Game. Zumindest mal für mich, weil, ja. Ich werde das doch ab und zu einsetzen. So, dann machen wir mal das Tor auf und zeigen der Großfresse mal, was wir drauf haben hier. Das können wir total machen. Und zack. Jawollo. Geht doch. Gut gemacht. Dann mal wieder zurück. Ja, merkst du das auch langsam? Ich kann nämlich was. Aha. Was zur Hölle ist denn das? Da drüben! Ich fürchte, da wird sich keiner mehr melden. Hallo Alma. Tja, und das passiert, wenn man eine zu große Klappe hat. Merkt euch das gut. So ist das und wir haben eine neue Situation und zwar ist der Status unbekannt. Keine Meldung von den beiden Teams und die Vitalwertmonitore des 4 Teams sind offline. Interferenzen verhindern die Satellitenaufklärung. Die Mission. Überlebende Einsatzagenten sollten versuchen, zu einem gemeinsamen Treffpunkt zu kommen und das Einsatzgebiet zu verlassen, bis Verstärkung eintrifft. Und genau das gehen wir in der nächsten Folge an. Ich denke, für die erste Folge reicht das bis hierhin und wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Ich bin Danny. Ich bin jetzt raus hier. Haut rein.